Moini, und da bin ich wieder mit Plague Tale Requiem. Der Biss verbreitet sich immer mehr in Aal und Amicia und Lukas kämpfen sich durch die rattenüberschwemmten Straßen, während sie von den Stadtwachen verfolgt werden, um nach Hilfe bei dem Orden zu suchen. Viel Spaß beim Zusehen. Ich hätte gerne ressourcensparender gemacht, ich hätte gerne mehr gelootet, aber... Das war knapp. Ich glaube, hier sind wir sicher. Gut gemacht. Wir haben noch die Blümchen im Haar. Vodor ist hier irgendwo. Alles ist gut. Zu viele Tote? Zu viele Ratten? In den vergangenen Monaten, nach allem, was in Guyenne geschehen ist... Ego hatte immer befürchtet, dass es sich wiederholen würde. Aber alles war so schön und ruhig. So friedlich. Also sagte ich zu ihm, dass es vielleicht vorbei ist. Dass wahrscheinlich das Schlimmste überstanden ist. Das haben wir alle gehofft. Aber was sollen wir ihm jetzt sagen? Dass die Ratten wieder da sind? Dass ihr Biss Hunderte getötet hat? Dass die neue Heimat, die er so gern hat, dem Tod geweiht ist? Dafür bin ich nicht bereit. Niemand wäre dafür bereit. Aber bald sind wir doch nicht mehr allein. Uns werden die besten Alchemisten unterstützen. Hoffen wir es, dass die noch leben. Gut. Vielleicht sind wir ja auch gar nicht schuld. Gut. Vielleicht sind die Alchemisten ja auch schuld daran, dass die Ratten zurück sind. Guck mal. Oh, ist das schön. Die Ordensloge. Bringen wir diesen Magister Vodor zu Hugo. Hui, gut, dann sind wir jetzt hier endlich. Eine Eingangshalle. Wow. Wie kommen wir nach oben? Ich sehe keine Tür, aber diese Eisenglocken. Darauf ein sind Rätsel. Symbole von Planeten abgebildet. Und in der Mitte ist die Sonne. Die Reihenfolge der Planeten stimmt aber nicht. Wie funktioniert das alles? Unter jeder Glocke ein Schloss. Ein einziger riesiger Mechanismus. Wir haben aber keinen Schlüssel. Der Schlüssel setzt wohl die Glocken in Bewegung. Aber deine Schleuder könnte reichen. Fangen wir links an. Alles klar. Von links nach rechts lautet die Reihenfolge... Jupiter, Mars, Sonne, Venus und Merkur. Oh je, damit kenne ich mich nicht aus. Ah, danke. Damit kenne ich mich dann schon besser aus. Z wie Zeus. Alles klar. Jupiter, passt. Okay. Was jetzt? Rechts von Jupiter ist Mars, der Kriegsgott. Ein Schild mit durchkreuztem Speer. Speer, Schild. Durchkreuzt. Ja. Mars, das ist es. Venus ist der erste Planet rechts von der Sonne. Das Symbol ähnelt einer Halskette. Einer Halskette? Achso, das hatten wir gerade. Es war eins zurück. Such nach einem Kreis mit senkrechtem Strich. Das hier. Das müsste Venus sein. Als letztes kommt Merkur, der Gott des Handels. Er trägt einen Stab, um den sich zwei Schlangen winden. Und fertig. Das sind alle, glaube ich. Ja. So ein Glück, das war nicht so schwierig. Der Mauer ist eine Tür. Wie archaisch. Gut gemacht. Finden wir diesen Magister. Gut, dass wir Lukas dabei haben. Maximilianus. Sehr, sehr schön. Über diese mittelalterlichen Fresken an den Wänden. Dunkle Kehrt. Jetzt dunkel. Okay. Oh, ich hatte schon Angst. Da ist er noch nicht zerfressen von den Ratten. Weiß er denn Bescheid? Magister Vodin, ich bin Amicia de Rune. Die Tochter? Also deshalb ist diese Meute dort unten so still. Der Orden war ziemlich beeindruckt von deinem Kampf gegen die Inquisition in Guyenne. Nun, ich hatte keine andere Wahl. Als Beschützerin des Trägers
ist dies sogar deine Bestimmung. Okay. Als was? Als Beschützerin. Weißt du nicht um deine Aufgabe? Moment, ich bin... Und du? Ich bin Lukas, ebenfalls Alchemist. Du bist ein Lehrling. Weiß deine Magistra, dass du dich so nennst? Wen kümmert das? Die Makula ist wieder erwacht. Mein Bruder braucht eure Hilfe und die Ratten sind bereits da. Zügle dein Feuer, Beschützerin. Andere verbrannten darin. Ein sehr sympathischer Typ. Gut, dass er uns hilft. Sehen wir nach dem Träger. Da sehen wir nochmal ein Fresko mit zwei Bergen, die uns wahrscheinlich was sagen sollen. Auch wieder in Gold getaucht. Ah, das war doch in seinem Traum auch. Wo ist der? Oben. Der Orden des Phönix. Wie geht es dir? Ich hab Angst. Hugo, das ist Magister Vaudin. Hallo. Wir sollten umgehend beginnen. Ich brauche Ruhe. Mutter, überlass das mir. Oh, das gefällt mir nicht, Hugo allein zu lassen mit ihm. Eine Bürde des Blutes. Lukas, komm, jetzt gleich. Komme. Ich habe Hugo weinen gehört. Was ist? Er hat nicht gut reagiert. Er hat einen Anfall. Nein. Was? Mutter, du musst das beenden. Wir kennen den Mann nicht. Amicia, diese Sache musste irgendwann geschehen. Und dieser Mann ist ein ehrenhaftes, hochrangiges Mitglied der ältesten Alchemistenschule. Der Orden kennt die Makula. Hugo ist nicht allein. Ich bin hier. Wir brauchen Nachtschatten gegen das Zittern. Und zwar so schnell wie möglich. Außerhalb der Stadt findest du einen Kräuterkundler. Er lebt am anderen Ende des Metzgerviertels, ganz kurz vor dem Wald. Du wirst ihn sehen. Natürlich. Ich komme mit. Hier bin ich ohnehin nutzlos. Da sind wir wieder im absoluten Regen. Es plästert ohne Ende. Folge Lukas zum Metzgerviertel. Wollte nur einmal gucken, ob ich die Aufnahme auch gestartet habe. Dieser Regen. Wir sollten los. Wir haben einen weiten Weg vor uns. Oh ja, das sieht schön aus. Nur einmal nach den Bergen Ausschau halten. Das waren wirklich zwei Berge, die es auch im Traum von Lukas gab, oder? Na, hallo. Seid ihr noch gut drauf? Oh, ist das wunderschön. Hier ist so richtig Nebel. Die Bäume, die wackeln auch so toll. Es wird immer schlimmer. Ich weiß, du machst dir Sorgen, aber lass Magister Vaudin ein bisschen Zeit. Also die Atmosphäre ist einmalig. Damit es Hugo noch schlechter geht. Wunderschön. Für seine Tests. Er versteht etwas von seiner Arbeit. Er ist der Beste in seinem Gebiet. Ach, hör doch auf. Er behandelt meinen Bruder wie ein Tier. Nein. Wir brauchen eine andere Lösung. Wie... die Insel, von der Hugo träumt. Ein Traum, Amicia. Was sollen wir damit anfangen? Bitte, gib ihn einfach noch nicht auf. Mach ich nicht. Aber das reicht nicht mehr. Alle rennen. Alle verschwunden. Wir müssen hier entlang. Da ist jetzt dicht, ne? Dass wir den Zugang zur Arena gesperrt haben. Was ist da passiert? So, unser Tor müsste da drüben sein. Oh, hier stinkt's. Das heißt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Da ist es. Auf geht's. Alles klar. Bist du bereit? Warum fragt er das immer so? Warum muss ich das zweimal drücken? Okay. Gehen wir.
Okay. Ugh. Faules Fleisch. Ja, das hier ist das Metzgerviertel, der kürzeste Weg zum Kräuterkundler. Hört, hört! Ich habe alles Geflügel, das man sich nur wünschen kann. Schweinefleisch, saftige Bratenstücke, köstliches Fleisch. Köstlich ist klar. Da ist das Stadttor. Wir sind noch nicht da. Und Hugo könnte es jetzt schon schlechter gehen. Beeil dich. Wird schon alles gut. Vater ist ganz allein daheim. Wir gehen bald, Was Mama. Ist hier los? Oh, lasst uns durch. Was ist das? Das ist ein Randale. Nichts Gutes. Dieses ja, guck mal. Victor von Arl. Überall hängen tote Tiere. Zu eurer eigenen Sicherheit. Sperrt uns nicht aus. Nein, Hugo kann nicht warten. Vielleicht kommen wir woanders rein. Sagt schon, was los ist. Meine Kinder sind da drin. Wir wissen, dass was nicht stimmt. Was verschweigt ihr uns? Gab es Tote? Wo sollen wir denn da, bitte hin? Da ist eine Seitengasse. Was meinst du? Wie kommen wir da rein? Warte. Ich glaube. Hm? Ja. Hier lang, Amicia. Danke. Sieht sicher aus. Ob hier jemand wohnt? Sind gleich wieder weg. Oh, nicht wirklich, oder? In die Schlachtabfälle. Oh. Es macht echt keinen Halt vor, Ekelzeugs, ne? Überlegen. Oh nein, oh nein, sie ist hingefallen. Hat voll reingefasst. Oh, bis zu den Knien. Leute. Nein! Nicht atmen, Mund zu. Oh nein. So viele Lebewesen, die daraus geboren werden. Warum denkst du ausgerechnet jetzt an sowas? Warum werden denn Lebewesen hier geboren? Den Verstand verliere. Ja, aber so verliere ich vielleicht meinen. Es ist nur Materie. Okay, es ist nur Materie. Oh. Okay, kann ich jetzt bitte einmal durch Wasser? Die Stiefel sind ruiniert. Die Stiefel sind ruiniert. Nein. Wie die Arena. Das ganze Gebiet ist ein Köder. Ja. Oh, ich habe Schrauben gefunden. Der Karren steht im Weg. Wir müssen weiter. Da kommen gleich wieder Ratten, ich sehe es schon. Ja. Buff, und die Ratten kommen. Ich höre sie. Juhu. Oh nein, nein, nicht schon wieder. Wir brauchen Licht und zwar schnell. Ich wusste es, sie schwärmen aus. Jetzt müssen wir schon wieder durch sie durch. Das schaffen wir. Denk einfach nur an den Nachtschatten. Ja, ja. Gut. Und es werde Licht. Flamme an. Hörst du das? Was? Hier sind immer noch Leute. Boah, das war ein fürchterlicher Schrei. Genau wie in der Arena. Die Feuer sind nicht hell genug. Wir kommen nicht rüber. Okay, ganz entspannt. Irgendeine Lösung gibt's. Mit den Tontöpfen vermutlich. Gut zielen. Ja. Ja. Dieses hier können sie gerne haben. Ich brauch's nicht. Ja.
Freunde. Nicht mit mir. Sie müssen sich bewegen. Sie wollen doch den Kadaver, oder? Klar, natürlich. Und einmal Rattenfütterungszeit. Da kommen Sie nicht ran. Der Beutel. Genau wie hier auf dem Karren. Was ist das für Pulver? Salpeter. Wird eigentlich zum Pökeln verwendet, aber wir können damit die Flammen ersticken. Gut zu wissen. Okay. Himmel, sie sind überall. Oh, lass uns gehen! Warte! Das liegt an! Bewohner? Vermutlich. Etwas Salpeter. Viele sind noch hier. Ja. Kann ich das einsammeln, das Salpeter? Ich habe kein Messer, sagt es mir gerade. Ah, hier ist Salpeter. Das ist noch mehr Salpeter, oder? Ja, jede Menge. Das sollte jedes Feuer löschen. Dann los. Wenn die Leute da draußen nur wüssten, was hier los ist. Ihre Familien, ihre Kinder. Die Armee kann das niemals vertuschen. Hier wird Chaos ausbrechen, Lukas. Ja. So. Das ist nah genug. Komm, geh da weg. Moment, ich nehme was mit. Danke. Ich wollte gerade sagen, damit könnte man sich doch gut die Taschen alles im Griff voll machen. Das war's. Und jetzt weiter. Ja, gut gemacht. Und hoch. Ich hoffe, wir finden hier unseren Kräuterkundler. Er wohnt außerhalb, oder? Da könnte weniger Chaos sein. So, einmal nochmal Ignifa herstellen. Zweimal. Was ist das hier? Ein Schweinekopf? Ein Messer. Ja, okay. Gut, viel mehr gibt's hier nicht. Das heißt, wir müssen runter und da ist jemand. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hier gibt's nichts. Wir sind schon weg. Hier kommt niemand raus. Befehl ist Befehl. Er zielt schon. Ihr solltet tot sein. Er wirft gleich. Amicia. Oh Gott. Das war so knapp. Geht's dir gut? Du hast gerade einen Soldaten der Provost getötet. Ich weiß. Warum hat er angegriffen? So ein wundervolles Spiel. Und da sind wir für heute auch schon wieder beim Ende angekommen. Ich freue mich darauf, euch beim nächsten Mal wiederzusehen. Lasst mir gerne ein Abo, ein Like oder ein Kommentar da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.